So, mit gleicher Münze. Ach, die ist ja direkt da vorne, das passt ja. Das Dorf. Ich konnte ihnen nicht helfen. So viele Tote. Oh, Zen, was haben wir getan? Was ist geschehen? Ein Blutbad. Häuptling Ulkas hat sie alle getötet. So viele Schreie, die durch das ganze Tal halten. Wie konnte das geschehen? Ist das das Werk des Schamanen? Schamane Janag ist tot. Er hatte gedroht, Dalanit zu töten. Zen, das ist mehr als ein paar Schultern tragen kann. Meine Tochter Dalanit, mein einziges Kind. Ich konnte sie nicht finden, bevor ich fliehen musste. Einige Dörfler sind in den Wald gerannt, um sich zu verstecken. Könnt ihr bitte nach ihnen suchen? Sie könnten wissen, wo sie ist. Ich gehe zurück ins Dorf. Ich mache mir jetzt einen Tee. Wo ist denn das Dorf eigentlich? Ach, da ist das Dorf. Nee, da gehe ich jetzt mal die Einheimischen suchen. Wo sind... Oben oder unten? Oben. Wäre jetzt blöd von mir, wenn ich jetzt runterspringen würde. Mundvoll. Heißt das echt mundvoll? Das nennt sich echt schon mundvoll. Mundvoll leben. Der Blitz war ganz schön laut. Hurel. Okay. Lass meine Zeit noch nicht gekommen sein. Ich bin hier, um zu helfen. Habt ihr Marathors. Ach, egal. Matragors Tochter gesehen? Nein. Nur die wütenden Druckblock. Zen, warum habt ihr uns verlassen? Beende doch einfach das Gespräch und lauf weg. Das hatten wir auch noch nicht, dass ein NSC auf Lebwohl klickt als auf ich. Als ich. Nee. Schieß Bimsteln. So. Das ist keine Höhle, oder? Nee, natürlich sehen die mich. Wäre die jetzt losgerannt und hätte mich angegriffen, hätte ich mich geärgert. Nicht da hinten hin. Ja, super, jetzt hast du alle angecatcht. Zensiert. Böhn. Traut den Orks nicht, habe ich gesagt. Aber haben sie gehört? Jetzt sind sie tot. Alle tot. Ja, ist gut. Matragor hat mich geschickt, um zu Überlebende zu finden. Habt ihr seine Tochter gesehen? Nein, das arme Mädchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bestien sie am Leben gelassen haben. Ich glaube auch nicht, dass sie noch lebt. So, der letzte ist oben. Das heißt, ich muss wieder zurücklaufen und auf die Straße kommen. Oh Gott, hier dürfen wir quer rumlaufen. Sind die Mammuts uns eigentlich auch feindlich gesonnen? Ne. Prinzipiell nicht. Das ist schon mal sehr gut. Ach, die haben das Lager übernommen. Ne, der sieht mich. Die sehen mich. Wer seid ihr? Zen? Was haben wir getan? Ich bin nicht Zen. Der Weg nach draußen ist frei. Habt ihr Dalanit gesehen? Ich habe sie seit dem Angriff nicht gesehen. Ich muss einfach hier raus. Keiner hat sie gesehen. Wo sind die? Ja, nach was suche ich erst? Die Schriften? Ach, ich gehe wieder auf die Schriften. Ist denn das in der Höhle? Ja, natürlich.
Doch nicht. Oh. So langsam tun die Schläge von denen weh. Ja, ich werde hoch. Eine Alpha-Wand, ne? Das ist auch sehr schön. Als erfahrener Spieler merkt man, wo man hingehen kann und wo nicht. Man spürt das. Das kann man so als Zuschauer nicht sehen. Aber ich kann zum Beispiel spüren, wenn ich jetzt so bewege und man kommt nicht mehr vorbei. Oder kommt da nicht in die Richtung. Das kann man, glaube ich, ein bisschen erahnen, wenn man zuschaut. Aber Alpha-Wände. Die kann man doch ausbügeln mit Klippen. Ach, da ist die Seite. Mann, nee, da muss ich die dreimal umbringen. So, das dritte Tagebuch. Der, ach, Matrakol. Nee, doch. Aha. Ey, überall sind Feinde. Ups. Ich glaube, ich habe meinen Klanban getroffen. Ey, hier liegt Hickory einfach nur so rum. Cool. Es wird für mich wird für mich sehr später wichtig. Später sehr wichtig. Habt ihr jemanden gefunden? Dalanit? Ich habe einige Einwohner gerettet, aber Dalanit wird immer noch vermisst. Sie müssen sie verschleppt haben. Würde ein Vater denn nicht wissen, wenn seine Tochter tot wäre? Die Drublok haben unser ganzes Dorf verwüstet. Monster allesamt. Die Taten meiner Tochter haben diesen Wahnsinn nicht verdient. Hinter all dem muss noch mehr stecken. Wir haben die Drublok willkommen geheißen. Wir haben ihnen den Kelch der Freundschaft gereicht. Und das ist ihr Dank dafür? Häuptling Ulkas war ehrbar und gerecht, doch Schamane Janak hat das geändert. Und all die anderen sind seinem Blutrausch gefolgt. Sie sind kaum mehr als Tiere. Was werdet ihr jetzt tun? Meine Freunde sind fort. Meine Tochter verschwunden. Was bleibt mir da noch? Mir bleibt nichts mehr außer Wut und Trauer. Häuptling Ulkas muss für dieses Massaker bezahlen. Sie muss sterben. Blut für Blut. Vergeltung in gleicher Münze. So will es Zen. Ihr wolltet sie Häuptling Dingensbummens töten? Es ist der einzige Weg, der mir noch bleibt. Sie muss meine Tochter geholt haben. Also muss sie sterben. Häuptling Ulkas wird in ihrem Langhaus oberhalb des Schreins von Mauloch sein. Sucht mich im Schrein von Zen am anderen Ufer des Flusses auf, sobald sie tot ist. Ich muss um Führung beten. Ja, den Betmann. Wer ist denn das auf der anderen Seite des Berges, oder wie? Ne, das ist im Haus, gut. Ja, im Haus oder im Tunnel? Ah, im Haus, oben. Toll. Wie komme ich denn da jetzt so schnell hin? Ah. Ein Spieler findet immer einen Weg. Bin ich gut oder bin ich gut? Ist irgendwo ein Dolm da hinten. Oh je. Ihr wagt es, von Frieden zu reden? Blutet und sterbt! Ihr kämpft um Leichen zu. Ihr bringt Zerstörung über das Tal und mein Volk. Kann ich mal angreifen? Ich gebe mein Blut. Konnte nicht angreifen, was soll denn das Scheiß? Bitte, helft mir, die Drublok. Haltet still, ihr habt viel Blut verloren. Der Häuptling, sie ist verrückt geworden. Ulagash und ich, wir haben versucht, sie aufzuhalten. Und Schamane Janak, er hat das Blut von Ulagash eingesetzt, dem Sohn des Häuptlings.
Wie hat all das hier angefangen? Schamane Janak wollte mich töten, aber Ulagash hat es verhindert. Er warf sich in den Schlag, der für mich gedacht war. Bitte, ihr müsst dieser Sache ein Ende machen. Sagt meinem Vater kein Blutvergießen mehr. Ich werde es ihm sagen, Dalanit. Okay, naja, gut, ich gehe mal davon aus, dass sie... dass das jetzt sterben sein soll. Ich finde das lustig, wie die das mit der Hauptanimation dann verbunden haben. Sieht dann echt, echt kurios aus. Die Tagebücher hätten wir dann. Kauf ohne Gewehr. Jetzt muss ich mal die Quest finden hier. Mit gleicher Münze, die suche ich. Gleichen Weg wieder zurück. Ist bestimmt immer noch unten, naja. Guck mal, dann gehen wir den Weg jetzt wieder runter. Okay, es hätte schlimmer ausgehen können. Jetzt frage ich mich gerade, wo der ist. Ah, hier drin. Ist das der Schrein des Zen? Cool. Eigentlich noch ein viel geileres Thumbnail. Habt ihr Neuigkeiten? Habt ihr meine Tochter gefunden? Sie ist tot. Häuptling Ulukas hat sie umgebracht. Nein. Mein eigen Fleisch und Blut. Geraubt von diesen zweifach verfluchten Unholden. Das ist zu viel, Zen. Ich flehe dich an. Bürde mir nicht auch noch diese Last auf. Verflucht sei Ulagash. Verflucht seien sie alle. Ulagash versuchte sie zu retten. Erzählt mir nichts von Opfern. Ulagash war ein Drublock. Genau wie der Rest von ihnen. Ich sagte ihr, dass keine Liebe zwischen den Drublock und unserem Volk Bestand haben kann. Und jetzt hat sie den Preis dafür bezahlt. Die Drublock kennen nur Blut. Und Blut sollen sie haben. Sie hat mich gebeten, euch an weiteren Blutvergießen zu hindern. Meine Tochter wollte doch immer nur Frieden. Vielleicht wollte der Sohn des Häuptlings das auch. Doch ihr Blut hat dieses Land für immer befleckt. Es führt kein Weg zurück. Wenn ich die Drublock nicht aufhalte, wird das Leiden weitergehen. Der Fluch ist der einzige Weg, diese Sache zu beenden. Ein Fluch? Zaen, beantwortet meine Gebete. Die Drublock werden endlich bezahlen. Warte. Ich muss mit euch sprechen. Wer seid ihr? Ich bin der Herold von Zaen, dem Hüter des Gleichgewichts. Ich treibe die Schulden der Gläubigen ein und verteile sie um. Ich bin hier, um diese Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Die Drublock haben ihre Schulden für den Tod von Matragors Leuten schon um ein Vielfaches beglichen. Sein Fluch wird Maulochs Zorn nur weiter nähren. Von welchem Fluch hat Matragor gesprochen? Er reicht sein Blut als Opfergabe dar und ruft den Wald selbst an, Gerechtigkeit walten zu lassen. Doch er strebt nicht nach Gerechtigkeit. Er strebt nach Rache. Zaen wird heute nicht noch mehr Blutvergießen zulassen. Aber ein Tod ist besser als viele. Wenn ihr ihn nicht aufhalten könnt, dann muss ich es tun. Was kann ich tun? Was ihr tun könnt, das, was ihr tun müsst. Matragor hat schon zuvor sein Vertrauen in euch gesetzt. Ihr habt die Möglichkeit, ihn von seinem Weg abzubringen. Vielleicht kann ich ihn zur Vernunft bringen. Das gesprochene Wort kann die Zukunft stärker beeinflussen als die Tränen und das Blut Tausender. Wenn eure Worte glaubhaft klingen, wird Matragor vielleicht einen neuen Weg sehen. Was ist, wenn ich ihn nicht überzeugen kann? In seinem Kummer hat Matragor Zaen aus dem Blick verloren. Er sieht keinen anderen Ausweg als noch mehr Tod. Die Geduld meines Meisters mit dieser Welt stößt an ihre Grenzen. Ich werde nicht zögern, ihn zu erschlagen, wenn er sich dem Willen von Zaen widersetzt. Zaen? Ich werde mit ihm sprechen. Na, da bin ich mal gespannt.